Ja, hallo, ich bin der Vari und hinter mir ist die Wildkamera. Ich weiß nicht, ob man die auf der Aufnahme sehen kann. Da. Genau. Ich bin hier in diesem Waldstück, weil ich viele Dachsspuren entdeckt habe und deswegen hatte ich auch die Wildkamera hier aufgestellt, um den mal vor der Linse zu bekommen. Hat auch geklappt. Ich habe mich gewundert, wie groß das Tier ist. Ich weiß, dass die bis zu 90 cm lang sein können, aber der sah doch wirklich groß aus. Ich habe mir ein bisschen Schnur mitgebracht, möchte die abspannen an den Punkten, die man auf der Kamera sehen kann, und dann mal gucken, wie groß der ist. Des Weiteren wollte ich natürlich auch heute ein bisschen hier rumgucken, Spuren suchen, mir die vielen Grabstellen hier angucken, die der macht. Ich weiß nicht, ob es sich um einen Einzelgänger handelt oder um einen Clan. Die Menge der Grabungen sagen jedoch, dass es sich hier um mehrere Dachse handelt. Ein Dachs alleine kann zwar auch ganz schön viel umgraben, aber die Masse hier auf diesem kleinen Gebiet, ich würde sagen, es sind mehr. Vielleicht habe ich ja sogar Glück und finde einen Baueingang, weil dann würde ich nämlich eine andere Wildkamera, die ich mitgebracht habe, in der Nähe von diesem Eingang aufstellen. Dann habe ich gesehen, dass der Dachs hier markiert. So. Spannen wir mal als erstes die Schnur nach dem Foto, was ich gemacht habe. Also die Länge sollte es ungefähr gewesen sein, von dem Stock und dem hier. Und dann so. 20, 40. Von hier bis hier 20, 40, 50 bis 55 Zentimeter. Sieht man nämlich. An dem Stock, den sieht man auch. Ich habe jetzt nicht zu messen bei. Ich weiß, dass mein von Finger zu Spingel. Was? Spinge? Von Fingerspitze zu Fingerspitze, von Daumenspitze zu kleinem Finger, die Spitze, das ist etwa 20 cm sind. Ich habe jetzt einen Faden abgeschnitten. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Den packe ich mir in der Innentasche von meiner Jacke, in der rechten Innentasche. Ich habe hier keine andere Schnur. Ich habe hier keine andere Schnur weiter da drin. Das ist die Speicherkarte aus der Wildkamera. Mit der Wildkamera habe ich ja auch noch mal ein Foto aufgenommen. Da sieht man das noch mal zum Vergleich. Die brauche ich jetzt nicht gerade. Hier steppen. Das Rauschen, was man die ganze Zeit hört, das ist die Schnellstraße hier nebenan. Die Schnellstraße stört mich zwar, dieses ständige Rauschen und ab und zu auch das Gehupe und die LKWs, was man so hört. Aber naja, was soll man machen? Ich kann die Schnellstraße nicht abreißen. Es ist sehr verwunderlich, dass der Dachs hier lebt. Ich vermute mal, dass das wahrscheinlich so ein ziemlich alter Clan ist, der hier schon gelebt hat, bevor die Schnellstraße existiert. Weil dem Dachs zieht es nicht zu Menschen hin, der meidet ihn. Was mich auch wundert ist, ich habe damals in der Schule gelernt, dass Dachse zu den Bären gehören. Bären und Bärenartige.
Ich habe mir das Video von Ben angeguckt. Quassel-Ben. Den gucke ich ganz gerne mal, wenn der so ein paar Sachen erklärt. Oder hier das mit Grönland oder so, hat mir gefallen. Und er meinte, Dachse gehören zu den Marder- und Hundeartigen. War ich ein bisschen verdutzt, habe nachgeschlagen und tatsächlich, die Klassifizierung wurde geändert. Womit ich nicht ganz einverstanden bin. Aber ist ja so wie mit Pluto. Da setzen sich dann hochintelligente Leute zusammen und ändern mal die Klassifizierung. Ist ja bei Pluto auch so gewesen. Und nicht nur bei Pluto, es gab noch einen Haufen anderes Zeug, was da einfach umklassifiziert worden ist. Und ich bin mit der Klassifizierung als Hundeartige nicht einverstanden. Marder würde ich mir noch gefallen lassen, aber Hundeartige, ne. Gefällt mir nicht. Fuchs ist ein Hundeartiger. Ja. Schakal ist ein Hundeartiger. Und ich zähle den Dachs immer noch zu den Bärenartigen. Er verhält sich wie ein Bär, er ernährt sich wie ein Bär, er bewegt sich wie ein Bär. Zwar nicht wie ein Grizzly, allerdings, aber halt bärenartig. Tja, der kommt nämlich nicht am Tageslicht raus. Es ist nur in der Sommerzeit, wo die Nächte sehr kurz sind, wo es dann noch längere Zeit hell ist, wo man den dann auch sehen kann. Oder in den frühen Morgenstunden. Aber wir haben es jetzt hier mittags. Da ist der Dachs in seinem Bau beschäftigt, schläft. Oder tut dachsige Dinge, wie Ben es so sagt. Ich habe gelesen, dass der Dachs, also ich habe in einem alten Schriftstück von 1857 oder so, habe ich gelesen, dass der Dachs Regenwurmliebhaber und Pflaumenliebhaber ist. Das mit den Pflaumen wusste ich noch nicht. Dass er Obst vom Boden aufsammelt, was runterfällt, ja, das ist klar. Er sammelt natürlich in so einem Waldstück hier auch wilde Pflaumen ein und Kirsche steht hier nicht. Eicheln ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel vom Dachs. Und Bucheckern. Bucheckern sind hier auch ziemlich viele. Hier stehen ein Haufen Buchen rum. Da wird der Dachs viel Bucheckern finden. Und diese ganzen Grabungen hier, denke ich mal, hat der Dachs Insekten ausgegraben, beziehungsweise vielleicht sogar Mäuse. Das ist ja ein ziemlich gutes Gehör, Mäuse hören kann, wie die in ihrem Bau rumfiepsen und dass er die dann ausgräbt und weg sind sie. Ist halt Natur, ist halt ein Raubtier. Bei den Bauten, da haben der Rabe und ich ein bisschen nachgelesen. Und sind wir auf was gestoßen, was uns sehr erstaunt hat. Da wurde anscheinend ein kompletter Dachsbau ausgegraben in England, was ich nicht in Ordnung finde. Aber vom wissenschaftlichen Standpunkt her, sowas mal zu erfahren, das ist interessant. Man hätte es vielleicht anders machen können oder vielleicht waren die Dachse auch schon ausgezogen, haben nicht mehr da drin gelebt, haben den Bau nicht mehr genutzt oder sonst irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber der Bau Der Dachsbau erstreckte sich über eine Strecke von mehr als 800 Meter in der Gesamtlänge her und bis zu einer Tiefe von 8 Metern hatte an die 28 Kessel, also Räume, in denen sich der Dachs aufhält mit seiner Familie oder allein, mehrere 1000 Jahre alt gewesen ist. Also den Dachs gibt es schon eine ganze Weile. Ich glaube, es waren sogar 14.000 Jahre. Kommt die Karte zurück in die Wildkamera und dann geht's weiter. Entgegen des altertümlichen Volksglaubens ist der Dachs ein ziemlich guter Kletterer. Er macht's halt nicht. Warum Energie aufwenden, wenn das Fressen vor mir durch den Boden kriecht? Er tut's ab und zu, um Spaß an der Freude zu haben, ein Training oder um vielleicht mal was auszukundschaften oder so. Aber
Das Sehvermögen von dem Dachs ist relativ schlecht. Ich denke mal, dass das Sehvermögen sich auf schwarz-weiß begrenzt, beziehungsweise hell-dunkel oder Umrisse. Braucht er ja auch nicht, weil er die ganze Zeit unter der Erde lebt. Allerdings kann er ziemlich gut hören, der weiß, dass ich hier bin, und der kann auch ziemlich gut riechen. Der hört mich und er sieht, er hört mich und er riecht mich jetzt sofort, ja, schon die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich schon, als ich da vorne um die Ecke gekommen bin, hat er mich schon gerochen. So, packen wir mal das Stativ wieder ein und gehen. Und gehen mit der Kamera hier rum und gucken uns die ganzen Grabungen an. Wird ein interessanter Nachmittag. Hier geht eindeutig ein Pfad lang über die kleine Straße rüber und hier rein. Man kann es sehr deutlich sehen. Falls der eine oder andere fragt, was das für eine Actioncam. Das ist eine relativ preiswerte Victure A800. Mit der bin ich ganz zufrieden. Die reicht für meine Zwecke und vor allen Dingen ist die in der Preisklasse, wenn die irgendwo gegenknallt, kaputt geht, na gut, dann war es das, war okay. Der Rahmen allerdings, wo die drinne sitzt, das ist ein selbstgedruckter, weil wenn ich dieses Gehäuse verwende, ist der Ton sehr, sehr, sehr dumpf. Das hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich mir so ein Teil selber gedruckt. Gibt es bei Thinkiverse, gibt es eine ganze Menge Vorlagen. Ich habe den ein bisschen angepasst, weil er nicht ganz mit der Victure zusammengepasst hat. Da fehlte hier irgendwie der Schlitz an der Seite, wo die Karte reinkommt. Ja, ansonsten bin ich zufrieden mit der. Auf der Suche nach dem Eingang von dem Dachsbau bin ich ja auf dieses und auf dieses Loch gestoßen. Da hängt ja schon eine. Ich wollte aber noch eine haben, die so in die Richtung zeigt, beziehungsweise dahinter. Ich vermute mal, dass es hier noch mehr Eingänge gibt. Beziehungsweise noch mehr Bauten, aber das waren jetzt die einzigen, die ich gefunden habe, und ich hoffe doch, dass ich hier, wenn es heller wird, wenn der Sommer kommt, dass ich hier mal auch Tagesfotos bekommen kann. Tja, das wird eine tolle Studie. Eine Selbststudie. Eine Hobbystudie. Hobbystudie über Dachse. Dachse über Dachse. Ja, da spricht der Sachse.